ja, weiter nach Tränken suchen oder Quest weitermachen. Quest weitermachen. Denn wir sind schon hoch genug, da dürfte es jetzt auf ein, zwei Heiltränke nicht mehr ankommen. Und wir sind alle hundemüde, das ist nicht gut. Gab es hier ein Gasthaus? Ein Haus? Ein Haus, aber kein Gasthaus, ne? Hier war die Händlerliga, hier war. Was war hier? Ah, die sieben Sonnen, da können wir auch nicht schlafen. Ne. Na gut, dann müssen wir es halt müde machen. Was soll's? Und ohne ordentliche Zaubersprüche wahrscheinlich auch. Ja, die Haste ist weg. Und ein paar magische Geschosse. Hey, was stehst du denn hier draußen rum? Hallo Gerugon, ich habe noch einen Auftrag für euch. Es geht hier um eine Gruppe, mit der ihr euch schon in der Vergangenheit auseinandergesetzt habt. Dem Eisenthron. Herzog Elta möchte persönlich mit euch darüber sprechen. Kommt ihr mit? Natürlich werden wir kommen, vor allem wenn wir eine Audienz beim Großherzog haben. Folgt mir. Ich führe euch zum Gebäude der flammenden Faust. Das da, hä? Huh? Na gut, der Großherzog erwartet uns. Das hatte er schon mal, ne? Da waren wir drin und er sagt, ihr könnt mich im Gebäude der flammenden Faust finden. Also hier. Naja, ein Politiker in der Plattenrüstung. Das ist doch mal cool. Darf ich vorstellen, Großherzog Eltern, einer der Stadtfürsten, Kommandant der flammenden Faust. Ah, okay, das erklärt's. Und Mitglied des Fürstenbundes. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass eine solche Begegnung ungewöhnlich ist, doch die Umstände machen sie erforderlich. Erlaubt mir zunächst diese Frage. Was habt ihr mit jeder Handelsgesellschaft zu schaffen, die sich als Eisenthron bezeichnet? Ja, 1 und 3 sind sinnlos. Eisenthron, wer sind die? Der wird garantiert wissen, dass wir schon mit ihnen zu schaffen hatten. Also gegen sie zu schaffen hatten. Und die Frage beantworten wir nicht, ist einfach nur lächerlich. Wir haben erfahren, dass sie in eine Verschwörung verwickelt sind, die Stabilität eurer Stadt gefährdet. Klick, 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 klick. So. Soweit ich weiß, habt ihr dem Eisenthron ziemlich zu schaffen gemacht. Ja, das kann man wohl sagen. Man hegt dort offenkundig einen starken Hass gegen euch. Und darum bin ich an euch interessiert. Ich bin von den jüngsten Aktivitäten des Throns unterrichtet, doch seine Absichten sind mir weiterhin schleierhaft. Meiner Auffassung nach ist es viel zu einfach, die Zentarim für die Überfälle auf die Karawanen und die Eisenknappheit verantwortlich zu machen. Zwar gibt es Hinweise in dieser Richtung, doch kann ich kein Motiv bei ihnen erkennen. Der Eisenthron hingegen profitiert allemal von dem, was vorgefallen ist. Derzeit gibt es vieles, was mir Sorgen bereitet, insbesondere die wachsenden Spannungen zwischen unserer Stadt und dem Volk von Am. Leider sind mir die Hände gebunden. Solange die Missetaten des Eisenthrons nicht bewiesen sind, kann ich nichts gegen ihn unternehmen. Das ist der Grund, warum ich euch habe kommen lassen. Ich benötige eine kleine Anzahl von Spionen, die in die Zentrale des Eisenthrons eindringen und dort nach Beweisen für dessen Verstrickung in die Überfälle auf die Karawanen suchen. Eigentlich haben wir die Beweise alle schon. Wir hatten insgesamt 6 oder 8 Briefe, die wir alle weggeschmissen haben, wo genau drin stand, dass der Eisenthron dafür verantwortlich ist. Oder zumindest Leute, die für den Eisenthron arbeiten, dafür verantwortlich sind. Aber selbst wenn wir die Briefe jetzt noch hätten, würde er sie nicht nehmen. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich. Aber na gut. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmen wollt, sollt ihr für eure Mühen reichlich entlohnt werden. 2000 Goldmünzen sollt ihr bekommen. Das ist nicht wirklich viel. So viel haben wir schon für die billigen Aufträge von ihm bekommen, die ihr nach Belieben unter euch aufteilen könnt. Also durch 6 auch noch. Wie lautet eure Antwort? Ja, wir haben keinen Bock drauf, tut uns leid und gehen weg. Nee, können wir nicht machen. Wir sind ein Paladin, wir wollen helfen. Oder 2000 Goldmünzen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Völlig übertrieben. Vor allem, weil es ist nicht mehr viel. Wir sind gegen Ende des Spiels. Wir haben sehr viel Gold. Und wir haben tierisch viel verpulvert für die ganzen Tränke. Das hätten wir eigentlich gar nicht gemusst, wenn ich ein besserer Spieler wäre. Also ja, 2000 Goldmünzen sind nicht viel. Und dass der Text jetzt hier so übertrieben wird, das finde ich ganz schön. Na gut. Aber man kann nicht alles haben. Theoretisch könnte man den ganzen Text mal ein bisschen ummodden, dass er mehr Sinn macht. Aber das wäre wohl zu viel Arbeit. Ein weiser Entschluss. Der Auftrag, den ich euch erteile, ist ein schwieriger. Doch bin ich sicher, dass ihr alle Voraussetzungen mitbringt, ihn zu erfüllen. Sprecht wieder bei mir vor, wenn ihr genügend Beweise gegen den Eisenthron gesammelt habt. Wir sind so schnell wie möglich zurück.
sagt Minsk. Okay, neuerdings spricht Minsk für mich. Na, Gott sei Dank ist es nicht Eure Boa. Ehrlichkeit ist erfrischend, aber etwas Taktgefühl täte auch So, ganz gut. jetzt gehen wir raus hier und suchen mal den Eisenthron. Das Gebäude war, glaube ich, auch hier im Südwesten der Stadt, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Es war auf jeden Fall ein recht großes Gebäude und hatte auch Schilder vorne dran. Eisenthron hier. Da habe ich mich ja schon drüber lächerlich gemacht. Ah ne, das hatten wir ja gerade. Händlerliga, sieben Sonnen. Ah ja, genau. Da an der Ecke. Also wir müssen ins nächste Gebiet. Und an der Bauart von diesem Turm. Ja, der erinnert mich an was. Euch vielleicht auch, wenn ihr euch ans Intro zurückerinnert. Aber gut. Also wir wollen dahin, da weiter und dann da rein. Mal gucken, ob wir einfach so reinkommen oder ob wir einbrechen müssen. Aber da hat unser Paladin jetzt keine Skrupel mehr. Wir wissen auf jeden Fall durch die ganzen Briefe vorher schon, dass der Eisenthron verantwortlich ist für so ziemlich alles, was bisher hier in der Gegend schiefgelaufen ist. Also können wir da einbrechen und jeden morden, der dazu steht. So. Und Eisenthron. Und deren Symbol ist ein... Was soll das darstellen? Sieht aus wie ein Schild, das auf dem Kopf steht. Hm. Ja, ist offen. Und der Eingang ist groß genug. Alle mal rein. Die Statue, da kennen wir aber. Die war schon im Intro von Kerzenburg. Würde mich interessieren, welcher Charakter da dargestellt wird. Keine Zeit für Plaudereien. Anu? Raus, hinfort. Flieht, solange ihr noch könnt. Hier wird der Wahnsinn herrschen und ich ertrage es nicht länger. Beruhigt euch und erklärt euch, guter Herr, sodass ich euch besser verstehe. Mich beruhigen? Mich beruhigen. Während Saravoks Gehilfen ihre magische Kakophonie an mir praktizieren? Kakophonie? Also sehr viele laute Stimmen oder Geräusche? Na gut. Ich denke nicht daran, Fremdling. Ich denke überhaupt nicht dran. Und weg ist er. Das sind wohl Bedienstete? Sprechen wir mal trotzdem an. Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Was habt ihr hier zu schaffen, wenn ihr gekommen seid, um Eisenlieferungen für eure Unternehmen zu erwerben, dann tut das besser anderswo. Wir sind nicht in Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen interessiert. Wir haben kein Unternehmen. Nicht wirklich, nee. Aber gut, wir sollten mal kurz abspeichern, bevor wir weiter vordringen. LP 85. Nette Eingangshalle. Und, was willst du? Willkommen in der Zitadelle des Eisenthrons. Was bringt euch hierher? Bestechen, alle töten, lügen. Ha, was für eine Auswahl für einen Paladin. Na gut, der Eisenthron hat uns schon sehr viel Schlechtes angetan. Das heißt, wir sind ziemlich stinkig auf denen. Und das sind fast alles nur böse Leute. Gut, nehme ich die Unteroption. Auch wenn sie nicht unbedingt gut ist. Obwohl doch, ist rechtschaffender Zorn. Grauzone. Aber gut, ich bin hier, um all jene zu töten, die sich dem Eisenthron bekennen. Das heißt, diejenigen, die wirklich unschuldig sind, können einfach abhauen und wir bringen nur die um, die wirklich Böses tun wollen. Und das ist anscheinend er. Oh, und die beiden auch. Bei der Sache. Oder auch nicht. Ich sollte meinen Augen eine Pause Machen wir mal Böses können. Entdecken, bevor wir sie umbringen. Ja, nee, die sind nicht böse. Dann war das wohl ein Übersetzungsfehler. Also, dass wir nur diejenigen angreifen wollen, die mit dem Eisenthron zu tun haben. Na gut, lassen wir die beiden da erstmal in Ruhe. Schauen uns hier weiter um. Es geht nach oben zweimal und es geht nach unten. Machen wir es wie ein Dulax-Turm. Erstmal nach oben. Und eigentlich sollten wir uns erstmal heilen, oder? Ich hätte zur Armee gehen sollen. Wo wollt ihr denn hin?
Nein, nach oben. Und wo gedenkt ihr hinzugehen? Ihr meint wohl, ihr wird besonders witzig, was? Wächter, die Treppen hoch. Wir haben hier ein paar Eindringlinge. Also, weil du die Wache von unten meinst, die ist schon tot. Oh, und Düner hier sollte nicht in Nahkampf gehen. Spiegelbilder. Ah, jo. Aber die können echt gar nichts. Die sind so schwach wie die Wachen in dem Lagerhaus von der Händlerliga. So, allesamt auf den da. Ja, Minz, ich denke nicht, dass wir hier schlafen werden können. Und das wäre die Statue, die ich meinte. So, ja, Jahire, du musst auch noch weiter schuften. Du heilst dich mal selbst. Du machst eine leichte Heilung auf Immun und du heilst dich nochmal selbst. Dann schauen wir hier oben einmal rum, auch wenn hier ja eigentlich nicht sehr viel Platz ist. Wenn in der Mitte quasi ein Schacht ist und außenrum war nicht Platz für irgendwas anderes. Also hier ist das Gebäude schon zu Ende. Dann dürfte es ja recht schnell gehen, den Turm zu erforschen. Masse statt Klasse, hm? So, ihr könnt nachrücken. Und du hast dein Gestaltwandlerschwert? Nee. Benutzt das Eisschwert. Der Rest benutzt aber die richtigen Waffen, ne? Ja. Und weiter hoch. Oh, so kann das weitergehen. Aber ich denke mal, dieser Sarabok, wenn er denn hier ist, wird nicht ganz so leicht zu erwischen sein. So, was haben wir hier? Jemanden, der nicht sofort schreiend wegläuft. Und den wir auch nicht angreifen, das ist schon mal gut. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Einen Moment. Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich Rielta finde? Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ich bin zu lange hingehalten worden. Rieltas verdammter Sohn Sarawok scheint zu denken, er hat hier das Sagen. Ja, Rielta war der Oberboss von dieser Abteilung vom Eisenthron und Sarawok war sein Sohn. Sarawok ist auf gleicher Ebene wie Deavorn, den wir schon in der Zwergenmine getötet haben. Glaube ich zumindest. Wir müssen nach eurem Namen fragen, bevor wir ausplaudern, wo die hohen Tiere vom Eisenthron sind. Ja. Ich bin Nortuari und euer hohes Tier vom Eisenthron legt mir Rechtschaffen ab. Was? Und euer hohes Tier vom Eisenthron legt mir Rechenschaft ab. Oh, okay. Das ist also der Anführer von dem Anführer von Sarawok. Na gut. Ich bin gerade aus Selgaon in Zembia gekommen. Ah, in Zembia, da kommt der Eisenthron eigentlich her, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Rat möchte wissen, wie die Dinge stehen. Jetzt sagt mir, wo ich Rielta finde. Jetzt können wir noch lügen oder lügen. Okay, das erste geht. Eigentlich wissen wir im Moment nicht wirklich genau, wo er ist. Entschuldigt, wenn wir euch Unannehmlichkeiten bereitet haben. Verdammt, sind denn hier alle unfähig? Ja genau, geh zurück zu deinem Vorgesetzten und sag, wie unfähig hier alle sind. Das wird Sarawok mögen. Ihr dort, was habt ihr hier zu suchen? Ich kenne euch nicht. Jetzt können wir nicht mehr sagen, dass wir alle umbringen wollen. Wir können bestechen, wir können lügen oder lügen. Ja, wir bestechen mal. Wir schauen woanders hin. Los jetzt, raus mit euch. Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Hat er mit uns gesprochen? Und wer bist du? Endlich jemand, der aussieht, als ob er helfen könnte. Die ganzen Idioten und Blödmänner hier waren bisher irgendwie keine große Hilfe. Ich fürchte, ihr habt uns verwechselt. Ich bin Dummkopf, dies ist mein guter Freund Trottel. Und hinter mir steht ihr, seht ihr hirnlosen Stümper. Wie geht es euch? Nein, natürlich. Wie kann ich euch behilflich sein, Madame? Wir wollen nichts lieber tun, als Leuten des Eisenthrons helfen. Lasst doch den Unsinn. Ich habe nicht vor, eure vornehmen Tuerei noch länger zu ertragen. Ihr könnt mich Emissaritar nennen.
mir zeigen, wo sich hier die nächste Treppe befindet. Da. Ich habe wichtige Geschäfte im Auftrag der Großherzöge im 5. Stock zu erledigen. Der 5. Stock wird irgendwie recht häufig erwähnt. Da muss was Wichtiges sein. Aber wenn sie von den Großherzögen kommt, dann ist sie vielleicht wirklich ein guter, in Anführungszeichen, Charakter. Ja, schicken wir sie mal weg. Bitte, welche Angelegenheiten euch auch hierher bringt, überlegt es euch. Ich habe ein ungutes Gefühl an diesem Ort und ich würde mich um eure Sicherheit sorgen. Wie schrecklich ritterlich von euch, aber ich kann auf mich selbst aufpassen, hab vielen Dank. Und außerdem bin ich hier, um mit Teldor einen Eisenvertrag auszuhandeln und die Großherzöge wären wohl kaum begeistert, wenn ich eine solch wichtige Aufgabe eure Wegen vernachlässigen würde. Wenn ihr euch als ein eben solcher Idiot und Dummkopf erweist wie die anderen, werde ich die blöde Treppenbeberlein finden.